Dietmar Keck ist nun am Wort. Der Einsatz von gentechnisch veränderten Lebensmitteln ist in Österreich sehr umstritten und ohne eine Zulassung darf er daher in Österreich und auch in der gesamten EU kein gentechnisch veränderter Organismus in Landwirtschaft und Lebensmittelproduktionen verwendet werden. Und da schließt auch jedes veränderte Saatgut für landwirtschaftliche Nutzpflanzen, also für Lebens- und Futtermittel, die daraus hergestellt werden, ein. Auf EU-Ebene gibt es bereits einige zugelassene gentechnisch veränderte Pflanzen. In Österreich sind bisher allerdings noch keine dieser veränderten Produkte oder Pflanzen zu kommerziellen Zwecken angebaut worden. Es hat auch keinen Testanbau für wissenschaftliche Zwecke außerhalb der geschlossenen Bereiche gegeben. Bei uns herrscht Anbauverbot für diese gentechnisch veränderten Pflanzen. Auch wenn sie in der EU eine Anbauzulassung haben, besteht in Österreich Anbauverbot. Es werden laufend neue Anträge bei der EU-Kommission eingebracht, die eine Zulassung von gentechnisch veränderten Produkten zum Ziel haben. Sobald diese von der EU zugelassen sind, können wir in Österreich aber dennoch ein Anbauverbot verhängen. Und konkreter Anlassfall, um diese Thematik wieder genauer zu verfolgen, war die Zulassung der Maissorte 1507 auf EU-Ebene und deren Folgen für Österreich. Und wir haben jetzt im Umweltausschuss einen Entschließungsantrag einstimmig beschlossen, der zum Ziel hat, eine Gewährleistung der Gentechnikfreiheit unserer Felder sicherzustellen und nicht nur auf Mais begrenzt, sondern auch auf alle zukünftig zugelassenen Produkte erweitert, wird die Gentechnikfreiheit in Österreich sichergestellt. Und mich freut diese Geschlossenheit bei dieser Thematik sehr. Und ich denke, dass in Sachen Gentechnik weiterhin diese strenge Linie beibehalten werden müssen. Sagt Dietmar Keck, Tierschutzsprecher der SPÖ.